Juhu, der Altan steht im Wald hier. Es ist ein toller Anblick, so richtig schön bunt. Aber ich muss euch sagen, ich bin noch in meiner Base und schaut mal, was ich im Nether gefunden habe. Einen intelligenten Netherit-Helm of Stubbornness. Er hat zwar einen Blindheitseffekt, aber der rüstet mich ein bisschen stärker aus. Ich war extrem fleißig, Leute. Extrem. Versucht umzubauen. Ich zeige euch jetzt alles einmal. So, das ist meine Base, ganz normal. Ich hatte mir jetzt hier so ein Mason Table gebaut, dann diesen Glasblower Table, das kann ich euch zeigen. Hier habe ich ein bisschen aufgeräumt. Dann hatte ich mir Moos erstellt. Das geht ganz einfach, irgendein Erz rein und Moosblock drauf. Und hier hatte ich die Kisten sortiert. Das war ja eine alte Kiste. Hier unten habe ich meine ganz besonderen Sachen rein. So eine Axt habe ich noch gefunden, denn ich meine Waffe ist ja extrem schlecht. Dann habe ich, glaube ich, meinen Bogen noch aufgerüstet mit Flamme und Austrocknung, falls ihr nicht dabei wart. Entschuldigung. Dann hatte ich noch gefunden dieses Stellarit Peace. Dieses Vampiric-Diamantschwert habe ich von, keine Ahnung, im Nether auf jeden Fall von jemandem bekommen. Genauso wie das. Ihr seht ja oben, das ist die lilane Schrift. Das ist irgendwie gut. Und dann habe ich einen Seelenanker gefunden. Ich weiß, dass es dir irgendwie Art, keine Ahnung, Teleport oder sowas ist. Und eben noch ein Bone Splitter. Den habe ich mir gekauft für 64 Smaragde. Jetzt bin ich blank. Und das ganze Zeug hier oben, das Pneumatik-Gedöns, hatte ich mal ein Dorf gelootet. So. Hier seht ihr, da waren meine Kisten die ganze Zeit. Hier habe ich alles rein, was an Flaschen ist. Hier alles, was ich im Nether an Platten gefunden habe. Hier unten alles, was ich so an Sachen gefunden habe, wie Hüte, Fäuste, die waren alles im Nether hier. Ja, Heavy Chain, Necklace, Conscious, Talisman und das Zeug. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, wo ich das ranlege, weil das kann ich so nicht anlegen, glaube ich. Doch, das kann ich anlegen, aber habe ich gar nicht ausprobiert, ich Trottel. Wo liegt denn das? Das liegt hier, okay. Keine Ahnung, was das Ding macht. Ich lasse es einfach mal an. Genau, das war dabei. Die Ringe, glaube ich, habe ich alle schon an. Feuer. Oh, warte mal, es sind zwei verschiedene. Was ist denn da? Grand Fire. One Level to Burning Dash. Gut, die Dinger habe ich jetzt auch genug. Drang des Gegenmittels. Golden Hook. Nochmal so ein Teil. Leitsteine. Dann hatte ich hier diese Fragmente noch gefunden. Blanke Runen, Plattenbruchstücke. Da kann ich eine Platte zusammenbauen. Verschiedene Tinte, nochmal ein paar Kätzchen, das heißt Creeper weichen mir aus und ein paar Schmiedevorlagen. Ich bin rein in Nether, weil ich wollte diese Schmiedevorlagen mir endlich holen aus den ganzen Festungen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo mein Kompass ist. Ja, das ist jetzt hier. Und die muss ich mir dann irgendwie verdoppeln und verdreifachen, das muss ich noch machen, um endlich die neue Rüstung zu bekommen. So, in den Kisten hier oben ist alles, was ich mit Endio und so Zeug zu tun habe. Hier die Gems, alles in Diamantenfässern. Da sind zwei Upgrades reinbekommen, damit ich einfach genug Sachen habe. Ihr seht ja, was ich abgebaut habe da. Da kommt das Gedöns rein. Die sind ganz toll hier. Die Erfahrung, die ich da bekomme, also die grünen sammle ich immer ein. Weil da bekommt man kostenlos XP, denn ich habe unten leer gemacht, zeige ich euch gleich. Da habe ich 1000 verschiedene Bücher. Hier unten dann alles, was ich an Erzen aus den Kisten gelootet habe im Nether. Also bis auf jetzt die antiken Schrotter waren es bloß zwei oder drei. Aber selbst die Netherit-Platten und so weiter, das konnte man alles. Jetzt ist der schon wieder da. Schaust du mir in meine Kisten oder was? Ich habe jetzt keine Lust, kannst du mal weggehen? Ich muss da was erklären. Hey. So, da unten, also das ist alles, was ich in den Kisten gefunden habe. Eine Mission habe ich irgendwie freigeschalten, weil ich irgendeinen Barren gefunden habe, den ich nicht weiß wo. Also dann jede Menge alte Schinken noch und das Nettes habe ich mir so rein sortiert. Gut, dann gehe ich schnell mal mit euch nach unten. Denn ihr seht ja hier unten, mein Tank ist platt. Ich habe jetzt über, keine Ahnung, 500 XP oder so ausgegeben. Das habe ich dann eine Fledermaus. Um meine Waffe hier einfach zu verbessern, meinen Bogen. Dann hatte ich mir hier oben noch Villager gemacht, einmal mit Austrocknung, einmal mit Ragging, weil ich gedacht habe, das kann ich irgendwie anwenden. Ging nicht um Poison Dip und das wollte ich machen.
Allerdings verlangt er da 151 XP-Level und das war mir dann doch zu heftig. Hier drin füllen sich langsam die Truhen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss was ändern. Meine Witterstatistik, die hatte ich nach hinten verlegt. Und da habe ich Licht mit eingebaut. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Ich will bloß mal die Brille aussetzen. Ihr seht schon diese kleinen Funzeldinger hier. Dieses Cut Couples, nee, das da hier. Dynamic Edge Light von Simply Light. Add Simply Light. Das sind die hier. Also ich kann entweder Stäbe machen oder ich kann ganz kleine Lichter machen. Ihr seht, das ist alles ziemlich billig. Könnt ihr auch kleine Würfel machen oder so Stehlampen. Dann für oben Beleuchtung, für unten Beleuchtung. Steht alles da. Also das ist richtig einfach zu machen und leuchtet den Raum aus. Meine komplette Witterfarm, das ist noch nicht so schön geworden wie das, da bin ich noch nicht dazu gekommen, habe ich jetzt hier hinten verlegt. Ihr seht ja, wenn das Licht angeht, da hinten habe ich Platz. Das hat nämlich alles seinen Sinn, denn ich gehe mit euch nochmal da vorne raus. Vor allem ziehe ich meine Brille wieder auf, die ist wichtig. Und da könnt ihr mal nachschauen, wie viel Eisen drin ist. 5,5K, da geht nichts mehr rein, gell? Ich muss schnell mal ein bisschen ausräumen, Sekunde. So. Ich glaube, Eisen habe ich jetzt ohne Ende, du. Das muss ich mal einschränken oder mir was einfallen lassen, was ich damit mache. So, dann drehe ich mich mal langsam um. Hier, mein ganzer Wald, alles Aschen. Und zwar, da hinten, seht ihr schon, wird meine Mobfarm. Den Ofen, ich glaube den Emerald Generator habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Ich habe jetzt mal bewusst hier Setzlinge rein, damit hier und einen Oak-Trichter, damit hier nur Holz reinkommt, der mir das dann verbrennt und ich hier dauerhaft Energie habe. Was nicht funktioniert, ist dieses Teil, das weiß ich nicht warum. Jetzt kommt doch schon wieder einer. Ich habe doch gerade einen verjagt. Das kann aber nicht wahr sein. Es war derselbe, weg mit dir und ihr lasst mich in Ruhe. So, das funktioniert nicht. Also ich kriege hier in meine Energy-Zelle nichts rein. Ich sage aus Norden, das ist ja da, soll er bitte die Energie annehmen und dann in Süden abgeben. Selbst wenn ich jetzt in Süden ausschalte, das Ding produziert, aber der leitet nichts weiter. Und ich schalte das mal kurz wieder ein. Dann, also ich wollte die Ranch holen. Ja, ist egal, habe ich jetzt, brauche ich nicht. Das Ding ist kaputt. Wenn ich das jetzt verwende, ihr seht ja, das ist die. Eigentlich müsste das unten sein. Also das Solarpanel da, glaube ich, ist verpackt. So, jetzt gehe ich aber mit euch hier hin. Das sind jetzt alles verschiedene Steine, die ich gemacht habe. Cut, Deep Slate, Column. Und das alles mit der Mason Tape Table da hinten. Und dann habe ich hier ein Cobblestone verwendet. Hier Deep Slate, Column, Deep Slate, Tiles. Zink. Was? Thick Inlaid Deep Slay, Tiny Brick Border Deep Slay und so weiter. Und das hier ist eben blauer Beton und der schaut total cool aus. Also mir gefällt es von der Optik her richtig gut. Und ihr seht schon, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Entschuldigung. Das soll meine Mobfarm werden. Die Dinger habe ich nochmal gebaut. Also ich habe Platz gelassen, damit ich mehr bauen kann. Aber ich denke, die reichen erstmal und ich habe in jedem, weil es mir zu blöd war zum Herstellen. Ihr wisst ja, da oben, ihr seht ja, ich brauche das nicht. Aber ich brauche Schwerter ohne Ende wieder und Helme. Und das war mir einfach dann zu viel Arbeit, dass ich erstmal von jedem nur eins reingemacht habe. Und das möchte ich jetzt irgendwann einmal halt. Entschuldigung, du sollst schon zu Ende schlafen. Ich wollte dich nicht wecken. Ach ja, weil ich habe in einem Kommentar gelesen, dass ich hier die Chicken irgendwie machen soll. Das hatte ich jetzt noch nicht rausgelegt. So, das Ganze habe ich mir jetzt so vorgestellt. Also ich brauche ja noch Licht da oben. Das gefällt mir aber vor der Optik nicht. Und vor allem, ich muss ja dann, wenn jetzt hier der Boden endlich mit dem Rotten Eye, das ich bekommen habe, also hier drin Monster spawnen. Und ich möchte das ja irgendwann mal, dass die aufhören zu spawnen, brauche ich Licht. So, jetzt habe ich versucht, eine Lichtquelle irgendwie reinzubringen. Aber ich müsste außen ein Kabel legen. Das gefällt mir persönlich nicht. Hier unten ist meine Ausgabe vorerst. Da, gut, da liegt noch Müll drin jetzt gerade. Dann alles wegräumen. Und hier ist mein Jumbo-Tank mit 2 XP. Das Ganze wird durch das hier gesteuert. Also ich habe hier nochmal einen Tank. Und da noch einen Tank, der unten mit dem mit
direkt mit einem Rohr verbunden ist. Und ja, also nichts Großes. Ich zeige euch nochmal die Ära. Also ich hoffe, das reicht aus. Ich habe das auch bewusst hier nur auf die Höhe gemacht, denn hier unten habe ich einen Aufzug gebaut. Da komme ich wieder zu meinem Witter. Platz und der würde mir, das würde ausreichen, dass er mir dann hier auch vom Witter das da oben einsammelt. Also ist die Hoffnung, ich kann es ihm ausprobieren. Ich könnte mal einen Witter bekämpfen. Schnell. Ist ja kein Akt. Dann machen wir das schnell mal. Also hier rein. Ganz normal mein Sand setzen. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, den Witter-Sound habe ich ausgemacht. So. Dann warte ich ab. Ich will nur mal wissen, ob jetzt das auch einsaugt. Dann geben wir dem Witter die Chance, hier zu spawnen. Hier habe ich übrigens auch alles nur Cobblestone verbraucht. So. Jawohl. Jawohl, da ist ein Fehler drin. Das ist übel, die Leute. Moment, ich habe da einen Hebel zum Dauercrashen. Das heißt, er kann zu weit nach vorne schauen. Da passt doch was nicht. Also gut, dass ich das jetzt mit euch ausprobiert habe. Was? Wo ist der Fehler? Ah, hier ist der Fehler. Da muss noch ein Glas hin. Da muss auf jeden Fall noch ein Glas hin, das ich jetzt nicht habe, weil er das wahrscheinlich außen eingesammelt hat. Ne, das habe ich jetzt eingesammelt, ich Trottel. Das wollte ich eigentlich nicht ausprobieren, aber hier ist ein Fehler. Da muss auf jeden Fall ein Glas hin. Ja. Gut, dann schaue ich mal raus, aber trotzdem draußen irgendwie was eingesammelt hat. Ja, mein Glas, toll. Na gut, also das funktioniert auf jeden Fall. Halt ausschalten wieder, sonst nervt es ein bisschen. Ich habe mir zwar eine Vergrößerung gebaut hier, die hab ich die gar nicht rausgelegt und brauche ich aber nicht für die Mobfarm. So, was ich mir jetzt überlegt habe mit den Lampen da oben, das gefällt mir nicht. Und ich habe mir da mal so ein Video angeschaut. Und da gibt es diese, habe ich die schon rausgelegt? Ja, genau, diese Redstone-Verbindungen von Create. Und da kann man draufdrücken mit W. Ich finde es richtig toll, wie das erklärt wird. Ich kann also Redstone irgendwo anbringen. Mit Schleichen kann ich dann irgendwie einen Empfangsmodus einstellen. Oder einen Schraubenschlüssel. So, und dann, wenn ich einen Hebel umlege, funktioniert es. Das ist wie eine WLAN-Verbindung. Und das will ich jetzt mal ausprobieren heute. Einfach mal, wie das geht. Ich hoffe, die sind nicht allzu schwer zu bauen. Da hatte ich nämlich noch gar nicht reingeschaut. Das heißt, ich brauche einen Messingrahmen. Das muss anders gehen, Leute. Das muss anders gehen. Manuelle Item-Anwendung. Ich brauche ein Brass. Habe ich doch Brass? Habe ich nicht Brass? Ich habe doch Brass hier, oder? Leute, habe ich doch garantiert gelootet. Na, vielleicht zwei Stück. Oh, das ist ein wenig. Aber vielleicht, ich probiere es aus mit denen. Und die muss ich jetzt an einem Stamm anbringen, oder? Da habe ich jetzt gar nicht aufgeschaut. Messingrahmen. Da kann ich egal. Strip it lock. Also ich kann irgendein Holz nehmen. Das teste ich jetzt gleich mal. Das mache ich jetzt mal so. Dann mache ich mal strip it. Und wende den hier an. Jawohl, das funktioniert. Ich bin ja blöd. Hey, die Messingrahmen habe ich doch, oder? Die habe ich doch. Die habe doch von Create gelootet. Nee, habe ich leider nichts. Okay. Was habe ich denn da dann alles? Add Create. Ach, ich habe die normalen Andesit. Okay, die sind dann schon verbessert, ne? Gut, das macht aber nichts. Ich würde sagen, ich sag mal. Oh, der hat tatsächlich vier Stück gemacht. Gut. Dann brauche ich noch irgendeinen Block. Ich nehme jetzt einfach mal Endstein. Warte, haben wir jetzt den Rest eingesammelt? Der Magnet ist aus. Gut, ich würde jetzt nicht, nämlich hier oben die Lampen mal wegbauen. Da ist ja alles.
Ja, ich weiß, jetzt ist meine Hacke zu stark. Die mal rausbauen. Ich weiß natürlich auch nicht, ob da eine Lampe mir reicht, um das auszuleuchten, weil wenn da mal Monster drin sind, dann kriege ich wahrscheinlich echt Probleme, das auszuschalten. So, und das Ganze würde ich jetzt hier drin machen. Also hier spawnen, hier sollen ja die Monster spawnen. Und ich schütze mich da erstmal, weil es ist auf Dauerbetrieb gestellt. Und die Lampe würde ich dann hier einbauen. Oder hüben. Ich mache mal eine Lampe nur. Also ich bin zu stark. Und zwar würde ich die jetzt. Ich teste das alles, Leute. Ich habe keinen Plan. So. Und die würde ich jetzt hier unten anbringen. So. Und der, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt braucht einen Block. Jetzt weiß ich aber nicht, was ist, ne? Was rot ist. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Also okay. Da muss ich dann nochmal nachschauen, wie das geht. Also W drücken, W halten. So, ich brauche das. Redstone verbinden können, Redstone kabellos übertragen. Genau. Schleichen und Rechtsklick auf Empfangmodus zu wechseln. Ach so. Ah. Ah, jetzt habe ich da die Antenne. Okay, das kann ich nicht reinlegen. Ich probiere mal einen anderen Block. Was habe ich denn da zur Verfügung? Nehme ich mal ganz normal Cobblestone. Ah ja, okay. Alles klar, pass auf, dann nehme ich das wieder raus. So, dann nehme ich Endstein. Also ich muss mich gar nicht sneaken. Also ich brauche bloß hier auf Rot. Dann müsste ich eigentlich nur außen, sagen wir mal, wenn ich jetzt die Mob-Farm deaktivieren will, mach ich da erst einmal zu, müsste ich mir nur einen Schalter hier irgendwo anbringen. Ich würde mal sagen, damit er mich nicht stört in der Sicht. Wobei, das ist erstmal egal zum Testen, oder? Ich mache den mal da oben in die Mitte. So. Und da muss ich jetzt ist er auf Senden und ich müsste jetzt theoretisch das da reinlegen. Achso, da brauche ich einen Schalter wahrscheinlich, ne? Hat er ja gesagt. So, dann gefällt mir das da oben nicht. Okay, das Licht geht nicht an. Dann habe ich da was falsch gemacht. Dann muss ich hier auf Senden gehen. Also Rechtsklick. Verbindung. Ich schaue mir das nochmal an. Add. Create Red. So. Schauen wir nochmal an, wie das jetzt war. Also, Redstone-Verbindung können übertragen werden. Schleichen, also am Licht muss ich das ranmachen. Okay. Dann muss ich in. Achso, ich kann das ja ohne Steine machen. Ja, dann ist ja egal. Platzieren, ermöglicht das Spiel. Achso, okay, dann brauche ich das gar nicht. Dann wechsle ich hier wieder in den anderen Modus. Nimm das raus. Und. Achso, weil da was drin ist. Ah, okay, das funktioniert tatsächlich, Leute. Ich setze mal meine Brille ab. Und schau mal, ob das hier auch Licht macht. Gut, jetzt haben wir natürlich Tag. Da müsste ich jetzt echt mal die Nacht abwarten. Das mache ich dann auch. Entschuldigung. Sekunde. So, Leute, durch kurze Unterbrechung. Die Nacht schlägt gerade, kommt gerade vorbei. Und ich würde mir dann mal schauen, ob das mit dem Licht hier drin einigermaßen funktioniert. Ich stelle mich mal rein und schau mal, ob das, ja, ob das sowas taugt. Bis gleich. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Ich habe jetzt mal den Lichtlevel eingestellt. Man müsste jetzt eigentlich die Zahlen sehen, glaube ich. Ja, hier. Okay, oben drüber muss ich mir noch was einfallen lassen, aber hier drin ist es eigentlich hell. Und wenn ich jetzt hier oben wieder ausschalte, müsste es hier drin wieder dunkel werden. Genau. Funktioniert. Ich muss mal kurz Pause machen, weil gerade Lärm ist.
So, jetzt ist wieder etwas ruhiger geworden. Ich kann mal schlafen. Und bevor ich jetzt die Mopfarm da zu Ende baue, fehlt mir natürlich noch was. Nämlich diese Vectorblade, weil ich möchte ja, dass die Monster hier auch direkt dahin geführt werden und dann ja gecrashed werden. Ich weiß nicht, ob der Platz ausreicht, ehrlich gesagt. Und dazu möchte ich noch was weiteres bauen. Wie gesagt, ich bin hier im Testen. Und zwar würde ich mir erstmal die Vektorplatten bauen. Das ist nicht schwer. Ich brauche keine Ahnung, wie viel sind es? 5x5, 25, 12, 18, 24. Komm, ich mache mal ein bisschen mehr. Oh, ich kann nicht mehr, weil ich nicht mehr Zucker habe. Vielleicht reicht es ja auch schon. Ich muss bloß mal kurz was ausprobieren. Wenn ich jetzt drauf laufe und kriege. Okay, das geht. Die kann ich noch nicht setzen, oder? Wie gehe ich denn da vor? Lasst mich mal überlegen, weil wenn ich jetzt die Platten reinsetze, kann ich ja die Erde nicht umwandeln. Das ist blöd. Ich muss mir also Licht setzen und die Fackeln selber, die werden aber hier drin nicht halten, glaube ich. Doch, die halten. Dann würde ich da direkt einmal hier erstmal alles ein bisschen ausleuchten. Machen wir da an der Ecke. Gut, das muss reichen. Dann kann ich die Erde voll machen und die Platten reinlegen. Okay. Ich hoffe, das funktioniert dann auch, beziehungsweise brauche ich die eigentlich? Doch, die brauche ich, ne? Ich muss ja den Monster sagen, wenn sie spawnen, die sollen dahin laufen. Freiwillig machen sie es ja nicht. Gut. Da ist mir noch was eingefallen. Und zwar, ich habe da mal so ein Video gesehen. Auch übrigens, ich habe mir so einen Obsidian Furnace gebaut. Der ist wahnsinnig schnell. Was kann ich noch mal bringen? Ich nehme jetzt einfach mal spontan Eisen. Weil die Breite nicht verdoppeln. Seht ihr das, wie der rast? Das ist ja irre. Gut, Kohle muss ich natürlich noch rein. Ach, und das hier habe ich noch umgebaut. Habe ich euch schon vorhin gezeigt. Genau. Und zwar, die Building Tools will ich noch machen. Und das gibt einen. Jetzt Armor. Das da war es, glaube ich, genau. Armory Kabinett. Das würde mir alles Mögliche an Waffen und so weiter aufsammeln. Ich baue das mal und dann schreibe ich mir mal das Ganze an, wie das geht. Ich glaube aber, dann brauche ich noch ein Itemrohr. Item nehme ich mal mit. Entweder es fliegt mir alles in die Luft hier oder die Monster fliegen oder. Also das Kabinett würde ich jetzt mal da reinstellen und dann mit dem Itemrohr. Also erstmal muss ich sagen, ich muss die Map einschalten. Und zwar gehst du in Richtung Süden. Süden geben wir Items aus. So, jetzt weiß ich nicht, ob das funktioniert. Muss mich schnell mal runter sneaken. Das sieht so aus, oder? Ich teste aber trotzdem das nochmal mit der Wrench. So, ich weiß, andere Leute machen das anders. Genau, so muss es, glaube ich, sein. Und dann. Oh. Wo ist es hin? So gehört es, genau. So. Dann müsste hier die Rüstung. Ah, ich habe keine GUI. Was ist denn da los? Wir sehen dann, was drin ist. Ist egal. Kriegen wir schon gebacken oder auch nicht. Das weg, das weg. Gut, das habe ich jetzt gebaut, das habe ich gebaut. Dann hatte ich ja hier dieses Ei bekommen, das hier. Das wäre jetzt sozusagen meinen Boden kaputt zu machen. Dann brauche ich noch, genau, den Boden kaputt machen, die Sachen da. Ich mache jetzt einfach mal einen Testlauf, oder?
Da ist alles zu. Da ist alles zu. Und dann soll ich das so machen. Gut, also Monster spawnen schon mal keines. Dann werde ich mal versuchen. Ich hoffe, das funktioniert. Okay. Das heißt, ich muss. Oh, du bist ja lustig. Also sneaken dann wahrscheinlich, genau. Einmal. Tja, dann mache ich das hier auch. In die Richtung. Und dann würde ich da nochmal in die Richtung gehen. Da nach unten. Da nach unten, so, nach unten. Und dann brauche ich tatsächlich noch welche. Und was hat es mir gefehlt? An Zucker hat es mir gefehlt, ne? Dann brauche ich Zuckerrohr. Das ich schnell mal zu Zucker umwandle. Dann baue ich mir nochmal 6 so Platten. Die sollten jetzt reichen. Und dann schauen wir mal. Gut, also kann ich jetzt hier an alle Fackeln ran? Nein. Ich mache schon mal außen das Licht an. Muss ja funktionieren. So. Okay. Licht aus, Licht aus, Licht aus, Licht aus. Licht aus. Aus, aus, aus. Zu. So, schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Nichts passiert. Okay. Ich habe jetzt gedacht, hier spawnen jetzt Monster. Ach so, ach, das spawnen doch Monster. Okay, das dauert zu lange. Die Töne habe ich ausgeschaltet für die Monster übrigens. Der nimmt mir Enderperlen. Hexen sind da. Und XP habe ich jetzt 2. Aber wie kann ich da reinschauen? Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich. Wie kann ich ihn da reinschauen? Oh, der hat was Schönes gedroppt. Und ich muss da. Oh, ich muss hier unbedingt Upgrades reinlegen. Upgrade. Wo haben die geheißen, oder? Jetzt muss ich bloß mal schauen, für die Kisten waren das die da. Ich mache mal das. Und Void. Shift-Click. Leere. Upgrade. Also gut, Monster spawnen jetzt hier keine, sehe ich gerade. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Ich bekomme schon mal Diamanten, das ist doch schön. Stein auch. Wer droppt denn hier Stein und Holz? Ich kriege da ein Problem, ne? Wenn mir der ganze Müll hier vollläuft. Ich muss das hier unbedingt lösen. Wie bringe ich das da rein? Wie bringe ich das? Wenn ich jetzt das Void upgrade, ich nehme mal das Void. Wobei, mit dem kenne ich mich nicht aus, ne? Upgrade. Okay, ich teste es einfach mal und dann, wie das funktioniert. So. Okay, also das gehört schon mal zum Rucksack, das geht nicht. Dann schauen wir mal hier. Oder habe ich hier noch eins? Nee. Upgrade. Leere Upgrade. Ach doch, das da brauche ich. Und den Geist muss ich noch ausschalten. So, jetzt habe ich hier Void. Das ist eingeschalten. Savannahut. So. Wie funktioniert das? Funktioniert nur mit anderen Upgrades-Automatisierungen. Void Any. Das will ich ja nicht. Funktioniert auch in GUI. Was ist denn jetzt Void Any? Pass mal auf, ich nehme das mal raus zur Sicherheit. Na, dass der mir jetzt da alles voidet, wenn ich da draufklicke.
Hirschroll. Okay. Void-Überlauf erlaubt das Füllen einzelner Slots mit dem Gegenstand. Überlauf wird in die Leere geschickt. Void-Any, Void-Überlauf. Was kann ich nur reinlegen? Was soll er wegschmeißen? Ich habe keine Ahnung. Einen Bogen soll er wegschmeißen. Okay, da muss ich mal schauen, wie das ganze System hier funktioniert. Ich lege das jetzt alles da rein wieder. Und... keine Ahnung, Leute. Wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit ist das hier voll. Hey du! Du Spinnsboy! Ja. Ich glaube, das wenn ich 10 Minuten laufen lasse, dann ist das voll. Ich lass mal laufen, komm, ist egal. Ich möchte euch nämlich was zeigen, nachdem ich hier geschlafen habe. Ich war ja im Nether unterwegs, wie ich euch mitgeteilt habe. Und habe ich einige Strukturen entdeckt. Die wollte ich euch nicht vorenthalten, beziehungsweise danach claim ich dann noch alles, was ich eben geschafft habe. So, gehen wir mal rein. Ihr seht ja, die alten kennt ihr, aber ich gehe mal direkt so viele Seiten weiter. Da muss ich noch looten. Dann habe ich hier Aikasaru, so sowieso. Genau, das ist ein Punkt, den habe ich mir einfach gesetzt, weil ich ziemlich weit im Osten bin. Also ich, ja, was weiß ich, ihr seht ja, ich bin ja komplett immer in Osten, 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 Osten. Bin geflogen ohne Ende, weil ich eben diese Smithing-Upgrades da gebraucht habe. Nehme ich später mal mit. So, dann zeige ich euch Azer Dungeon City. Achso, da bin ich jetzt im Azer. Ah, Moment. Jetzt bin ich hier in dem Dungeon da, in der Oberwelt. Das ist sozusagen aufgebaut wie... Ich kann ja nicht fliegen hier, leider. Und ich bin da mal durchgelaufen, habe die Truhen geplündert, bis ich dann da hinten in der Ecke irgendwo war. Oh, das ist... Was ist denn das für ein Block hier? Bis ich da hinten in der Ecke war. Und dann habe ich gehört, dass eben ein Warden oder so sich fertig macht. Das heißt, da werde ich mit euch irgendwann mal hingehen. Das nur mal so am Rande erwähnt. Dann geht es hier Netherpinseln. Ah ja, das machen wir jetzt auch noch, weil ich habe nämlich Seelensand gefunden. Den hier. Und den soll ich ja bepinseln. Das war eine Aufgabe. Beziehungsweise finde ich hier... finde ich hier diese... wo war denn das... das habe ich auch abgebaut im Nether. Die Dinger hier. Ne, warte mal, das ist Upgrading. Doch, die glaube ich. Suspicion Soul Sand soll ich hier machen, um diese Sachen hier zu finden. Und ich habe jetzt gedacht, ich pinsel da mal. In der Hoffnung, dass ich was finde, weil so viel gibt es gar. Gleich der erste, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Es gibt nämlich gar nicht so viele von diesen Soul Sands, habe ich gesehen. Also ich habe mehrere Bastionen durch. Und, oh, ich habe einen Rucksack aus. Und ich muss den auch noch schnell wieder Gas geben auf 100, damit ich schneller bin. Ich habe hier noch zwei, drei so Sände gesehen. Was denn du willst? Tschüss, da ist noch einer. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege noch einen zweiten oder so raus. Jawohl, perfekt. Zwei Stück. Wie gesagt, in den Bastionen, die... Dieser Sand ist sehr, sehr rar. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch einer war. Ich habe da unten noch nicht einmal das Gold abgebaut. Echt? Dann hole ich das natürlich nach, Leute. Tschüss. Tschüss. Habe ich den Spawner auch noch nicht kaputt gemacht? Wartet mal, Leute. Ich muss erst mal den Spawner kaputt machen. Alter, bleibt doch mal locker. Gold ab. Genau, die Kiste habe ich schon gelootet. Und wie gesagt, also die Bastionen, da ist noch einer. Das ist eine mega Aufgabe.
mir hörst mal was essen hier. So, also den nehme ich noch mit und dann gehe ich wieder raus. Hier findet man wirklich immer diese Dinge. Ja, das ist ja super. Dann müsste hier. Ach, da ist auch noch einer. Na toll. Na toll. Fällt dir einfach runter. Okay, das war's, ne, glaube ich. Hier drin. Oh, das ist eine Kiste. Die habe ich wohl übersehen. Ja, ich habe einen Enderring gefunden. Der ist einfach mal weggebeamt. Ja, sonst geht's euch gut los. Ja. Geliebt von Picklings, was? Geschliffene Glowstone-Rüstung leuchtet noch heller als gut. Achso, das ist das jetzt, was ich hier bekommen habe. Poison Watering, den habe ich noch nicht. Den nehme ich direkt noch mit und lege den auch gleich an. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Na gut, also das war's. Schöner Ausflug hier. Ich habe drei so Teile gefunden, die kann man garantiert auch vermehren. Dann würde ich jetzt mal hier wieder verschwinden. Wo ist denn mein Stein? Vielleicht einen Punkt setzen sollen, da oben ist er. Hier rein, hier rein, hier rein, hier. Alter, bin ich dumm blöd. So. Den lasse ich aber momentan auch da. Und die sichere ich mir erstmal hier in meinen Rucksack. Hat mir super gut gefallen, gerade eben. Was habe ich noch? Nether Burning Area. Genau, das ist auch so eine Struktur. Die heißt wirklich so. Das ist eine riesen. Also ich habe schon überlegt, ne, wenn ich mir das kopiere und das als Base nutze, das schaut doch richtig mega aus. Ich bin dann mal runtergegangen. Ich nasche mal was, weil die Kartoffeln sind aber nicht sehr nahrhaft. Ich glaube, da ist immer eine Banane. Die ist, glaube ich, besser. Ja, ich esse mal noch eine. Und zwar ist da unten drin ein böses Monster. Das hat, glaube ich, 2000, das da. Schaut her, warte mal. Oh, 800 hat es bloß. Vielleicht kann ich das ja mit euch platt machen. Ist der feuerresistent? Alter, der ist, den muss ich. Okay, den muss ich schlagen. Den muss ich schlagen. Hier habe ich Blöcke einstecken. Ich teste mal schnell was, wenn ich schon mal da bin, ne? Ich habe doch noch Blöcke einstecken. Ich würde jetzt mal Steine nehmen. Und mal schauen, ob ich den hier irgendwie darauf locken kann. Aber halt. Aber halt so, dass er nicht rauskommt. Ja, dann gehen wir auf die andere Seite, probieren wir es hier. So, jetzt könnte ich dich versuchen. Der macht Schaden. Da, Junge. Ich habe mein Schild, ne? Ich könnte eigentlich mal das Schild probieren. Machen wir es halt so. Geht auch. Dann lässt du mir nämlich die Ruhe. Also ich mache meinen Bogen sowieso mehr Schaden. Ich würde gern zum Schluss. 400 hat er noch. Nee, bleib mal hier. Bleib mal hier. Den ich da habe, der nervt gerade ein bisschen. Ich muss trotzdem mal die Geschwindigkeit. Komm wieder her. Ich glaube, ich mache den jetzt trotzdem mal so platt.
Den muss man wahrscheinlich am Anfang nur mal hitten, damit er seine Rüstung verliert. Jetzt ist der Pfeil endlich weg. Der kriegt nebenbei noch Vergiftungsschaden. 50. Ich glaube, die letzten 30 mache ich dann so wie bei dem Golem im End. 54. Quest complete. Das ist doch super. Was habe ich mir gekriegt? Glowstone-Stiefel. Und irgendwas, was brennt hier. Burning Ashes. Gut. Ich wollte den jetzt eigentlich nicht machen, aber... Ach, wenn ihr schon mal dran seid. Dann passt es so ganz gut. Ich wollte euch nur zeigen, dass hier unten so ein Kasper rumrennt. Weiter runter habe ich mich noch nicht getraut. Ich weiß nicht, ob es da hier was zu looten gibt. Ehrlich gesagt... Okay, das sieht jetzt nicht so aus. Dann würde ich wieder zu meinem Stein gehen. Der ist irgendwo da oben. Da. Und euch die nächsten Dinger zeigen. End City. End City. Genau, da ist dasselbe in grün. Oh. Oh, 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 oh. Erstmal fliegen. Das ist mir zu langsam, ehrlich gesagt. So, da habe ich diese City, das ist ähnlich aufgebaut. Eigentlich alles ruhig. Da komme ich sogar durchs End durch. Das schaut schon, ist schon toll, ne? Schaut aus, als wenn ich da einen riesen Fernseher habe, wo ich Stargate schauen kann. Kisten, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da schon Kisten gelootet habe. Habe ich da überhaupt welche gefunden? Und ja, da habe ich Kisten gemacht und dann sind aber irgendwann einmal diese kleinen, ja, Leben gekommen und jede Menge aggressive Endermänner. Deswegen bin ich dann hier wieder raus, weil ich das so ziemlich alles gelootet habe. Mit einem alten Schinken. Dankeschön. Was ist ein Endermite? Gut, das wollte ich euch auch mal zeigen. Jetzt muss ich natürlich zu meinem Stein wieder. Mist. Der war auf einer Insel, ne? Den habe ich jetzt gar nicht festgelegt. Adam, ich bin von da drüben, bin ich. Ich glaube, hier habe ich ihn irgendwo gesetzt, oder? Ah, hätte ich mir einen Wegpunkt gemacht. Junge, Junge. Da ist er. Ich sehe dich. So, und dann gehen wir nochmal. Da waren wir jetzt. Was habe ich denn noch hier? Das Ende. Und dann habe ich, glaube ich, das noch. Da bin ich jetzt wo? Wahrscheinlich irgendwo auf der Overworld. Genau, wieso bin ich hier? Verschwinde, ich schlaf gerade. Tschüss. So, genau, das war so ein Dorf. Wieso war ich denn hier? Ich weiß gar nicht. Weil da noch ein Dorf ist. Da noch ein Dorf. Genau, den habe ich als Zwischenpunkt genutzt. Genau, das war das hier. Alles klar. Können wir wieder nach Hause gehen. Jetzt steht bei mir gerade, dass mein Monitor sich ausschaltet. Das war das. So, jetzt werde ich mit euch noch ein bisschen claimen. Moment. Puh, geschafft. So, mal das Zeug ablegen hier. So, das war's in der Folge. Ich werde jetzt mit euch noch ein bisschen Sachen claimen. Nein, warte mal, ein was habe ich noch? Nämlich das habe ich beim Pinseln noch herausgefunden. Also da war noch ein Schnüfflerei. Ich habe die jetzt mittlerweile vermehrt da drüben. Und was ganz komisch ist zu den Viechern hier, ich musste hier einen Doppelzaun bauen. Denn die Herrschaften hier, schaut doch, die pflanzen mir einfach die Bäume dahin. Die pflanzen mir einfach Bäume. Ich kann nichts dafür. Ich baue die mal ab, weil mir wäre schon fast so ein Sniffer mal über so einen Baumstumpf weggeflogen. Der schaut auch ganz gut aus. Achso, warte mal, die könnte ich eigentlich mal... die könnte ich mal dingsen da, ne? Okay, das müsste ich dann... Wir warten jetzt wieder. So war das. Und das da kann ich wegnehmen. Genau, weil ich brauche nur das hier. Es ist schön, da kommt was rein, aber ich bräuchte ein paar Diamanten.
und so, aber ich lasse es mal laufen, bis ich das mit dem Void kapiere. So, jetzt claim ich aber, wie gesagt, da oben erstmal Oldemodium. Also ich habe im Nether Vibranium gefunden, nicht allzu viel. Das habe ich mir, oh, da kriege ich einen Block, das ist gut. Den kann ich mir dann binden. Ein Fluxstecker habe ich erhalten. So, dann habe ich, das habe ich ja im Ding End abgebaut. Da wart ihr mit dabei. Wart ihr mit dabei? Ich glaube schon. Was habe ich denn da? Reward Collect Upgrade Produkte. Was ist denn das? Upgrade Productivity Alpha. Increase the production output of best of the hive. Ach, Bienen, okay. Flugstecker. Erhält passiv Energie vom benachbarten Blöcke. Die Energie wird dann zu ihrem Flux hinzugefügt. Okay, schön. Müssen wir schauen, was das ist. So, das Teil habe ich jetzt auch gefunden. Da gibt es jetzt ein Enderium-Ingot. Okay. Bounty-Board, na klar, ich habe natürlich im Nether 1000 Sachen getötet. Vampiric Glove, Klaus. E. Das habe ich doch schon. Servers Melee Attack Absorption. Okay, genau, habe ich nicht. Dann geht es noch hier weiter. Das müsste ich jetzt doch jetzt ziemlich alles geschafft haben, oder? Genau, Vibranium habe ich gefunden. Aber Satten Goldbahn begegnet. Ja, irre. Was fehlt mir hier jetzt noch eigentlich? Einen Stuhl zurechtrücken kurz. Mir fehlt hier noch ein Buch. Getting Magical. With basic iron tools you can get started on a brand new adventure in the magic using the mod Ars Nouveau. Creating a novice spellbook. Hello to. Okay, pass auf, das mache ich jetzt schnell noch. Wird wieder eine etwas längere Folge. Spell. Ach, was gebe ich denn ein, Leute? Spellbook. Das ist aber Oldemodium Spellbook, Vibranium. Warte mal, ich mache mal Ars. Add Ars. Book. Okay. Welches Buch soll ich noch machen, du Held? Was sagt der? Novize. Okay, dann gehen wir da mal in Novize ein. Dann gehen wir Novize so ein. Findet man nicht. Okay, da findet man nichts. Jetzt muss ich aber da nochmal schauen, ob da irgendwas ist unter Magie. Abgenutztes Notizbuch. Okay, habe ich jetzt das oben auch freigeschalten? Nee, hä? Zauberbuch für Anfänger. Ein Zauberbuch, ah, das könnte ich mal eingeben. Zauberbuch für Anfänger. Das muss ich machen. Oh, du spinnst wohl. Eine Schaufel, das habe ich alles nicht. Aber ich teste mal, was mir fehlt. Auch nur ein Schwert. Ich habe heute schon so viel Schwerter gebaut. Na gut, dann machen wir das halt, ne? Wenn er das will. Keine Ahnung, wie viel Schwerter ich heute schon gebaut habe da. Ich stelle jetzt das Buch mal her, einfach so. Gut. Jetzt habe ich das da oben auch freigeschalten. Perfekt. Dann hole ich mir hier mal Glyphen. Glyphen. Bekomme eine Glyphe vom Ziehen. Mhm. Auch interessant. So, das habe ich doch auch schon hier, Template. Das habe ich doch. Achso, ist schon Haken dran. Sieht man nicht. Gut, was fehlt denn jetzt dann da noch? Das habe ich, das habe ich. Das habe ich doch auch schon gemacht. To upgrade all the modium tool to armor piece, you'll need to get brand new missing. Das habe ich doch. Achso, ach, die ist im Rucksack. Das ist im Rucksack. Ne, ich muss das mit dem anderen verbinden, oder? Das mache ich jetzt auch noch gar, Leute. Da ist noch Haken dran. Was? Ach, da ist ein Haken schon dran. Ach Mensch. Dann fehlen mir eigentlich nur noch die Catching Tools hier. Das baue ich jetzt auch gar. Die habe ich mal rausgelegt, die drei Teile. Ich muss so wahrscheinlich eins bauen.
Da gibt es verschiedene, und zwar würde ich dieses Copy-Paste-Gadget nehmen, weil ich will da was probieren, ob ich mir Strukturen irgendwie kopieren kann. Na, das ist ja billig. Ja, komm her, das mache ich direkt. Was macht denn das nächste? Building-Gadget. Das ist auch billig, das mache ich direkt. Und dann habe ich hier noch das da oben, Exchanging. Na, das ist ja billig, du alter Schwede. So, die müssen wir aufladen. Das macht er auch automatisch jetzt, weil ich da in der Nähe bin. Auch nicht schlecht. Super. Building Gadget freigeschalten. Zack, zack. Die sind ja gestört. Ah, jetzt heißt das Dreieck, heißt jetzt, ich habe es geschafft, ne? Ich habe es geschafft. Euch fällt auch nichts mehr auf, ne? Doch, das dann fehlt noch. Unopatinum Upgrade. Ach du grüne Neune. Wo kriege ich denn das her? Wo kriege ich denn das her hier? Der Upgrade, also die habe ich, Vibranium Upgrade habe ich gefunden. To upgrade all the Modium Tool or Armor Piece you need is missing temple from. The Vibranium can be found in the Nether, das habe ich. For the Unobtainium missing temple you need to make your way to the other. Locate the dungeon and make your way. Dankeschön, Dankeschön. Das wird eine Aufgabe noch, Halleluja. Was habe ich hier noch gemacht? Ach ja, einen Netherite-Rucksack habe ich mir gemacht, den zeige ich euch gleich. Das ist nämlich der, den ich trage. Das Netherite hat einen Slot mehr und hier oder was mehr bekommen. Ich kann also mehr Sachen auffüllen. Das werde ich auch mit bei Gelegenheit machen. Gut. Was habe ich dann da noch? High Voltage Crack Tech. Ach, das habe ich dann das wahrscheinlich. Ach so, weil ich den Beton gemacht habe. Komm her auf. Okay. Ars Nouveau, das ist jetzt das Buch, habe ich hergestellt. Arschwood Lock. Prima. Schaut auch interessant aus. Ich habe da schon ein bisschen was gefunden, so wie es ausschaut. So, Forbidden and Arcanus. Wo habe ich denn das gefunden? Found randomly in Loot Chest. Okay, dann habe ich es da wahrscheinlich gefunden. Cataclysm. Also, ich habe den Ignited Revenant getötet. Wo war denn das? You'll need to make your way through the Ignited Revenant. Let's burn. Ich dachte, das war der Typ gerade mit den 800. You just won't be walking in the park. Hit a cheat and stop you get from attacking it. You can. So, void ist okay. Das war ja einfach. Dann habe ich ja den Endergolem mit euch gemacht. Ein Voidcore habe ich auch bekommen. Und das da hier, Ender Map Terra Acker End Cockroaches. Boah, wo habe ich denn gekillt? Auch im End. They live around at the Ruined Citadel. Da war ich gewesen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was das für ein Viech gewesen ist, Leute. Was habe ich denn da noch? Der nimmt nichts mehr auf, oder? Der nimmt nichts mehr auf. Ich denke schon, wieso ploppen das hier ständig? Den Pinsel muss ich dann wieder rausholen. So. Und Burning Arena. Home from Ignis. Das habe ich doch gemacht. Für 3 goldene Äpfel habe ich mir mit dem angelegt. So, und jetzt, once you use the burning ashes on the altar of flame, you will get the Ignis. He has 6.750 Herzen. Ach Gott, deswegen, wie soll ich den schaffen? The shield will block damage you give. And the sword can be used to stab you. Once stabbed, you can't move, you can't only attack. Ach du Schande. Da bin ich ja platt. He can also pounce on you and throw fireballs at you. Das scheint sehr stark zu sein. Once you have beat the hell's halfway. Oh, der startet eine zweite Angriffswelle. Alter, das ist ja schon Endgame hier. Ja, und ach, da steht auch. Ach, der hat 15.000 da unten. Das sind. Wie soll ich den schaffen, hey? Ja, wenn es 1.000.
15.000 Herzen. Eine einfache Angriffskraft, das habe ich ja gesehen, der haut irgendwelche Lava ab von sich. If you force a hell, shoot lava, and which creates lava source block, he only has one stage, kinda boring. When killed, hell drops the infernal forge. Ein Horn. Ey, das ist ja Endgame, Leute. Sunken City, ach, das könnte ich euch auch zeigen, da habe ich auch einen Wegpunkt gesetzt. Und wie steig ist der? Da steht nichts. Komm, das zeige ich euch auch gar. Das war warm. Sunken City, ja, das war das. Vielleicht regnet es hier nicht. Ja, Mann. Ich schlafe mal in der Hoffnung, das hat. Was habe ich denn hier? Unbreaking. So. Und zwar ist das Teil. Wieso ist denn schon wieder mein Rucksack aus? Hier unten ist eine riesen City. Und der Eingang, glaube ich, ist, warte mal, der war irgendwo da vorne. Ich bin schon mal rein, ein Monster habe ich getötet. Warte mal, ich kann goldenen Apfel essen. Ich kann mich bloß, nee, das war jetzt der falsche Eingang. Ja, das ist der falsche Eingang. Ich bin hier, bin ich schnell, hä? Genau, solche Viecher sind da. Und da bin ich noch nicht gut genug, beziehungsweise kann ich mich, ich habe den Rucksack nicht dran. Wenn ich mal unten reinkäme, dann könnte ich es euch zeigen kurz, aber es sei denn, ihr kennt es oder ich schlage mich mal da durch die Ecke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es hier zu looten gibt, aber ich könnte mal spontan mich mal durch die Wand einmal quetschen. Okay, ungünstig. Und am Haupteingang warten Leute auf mich, das weiß ich. Aber ich will da nochmal rein, weil ich war ja schon drin und es ist sehr geräumig. Da geht's rein. Ach komm, verschwind. Alter, ist der Stein 65. Boah, ey, ich muss ja richtig essen schon. Also, ich habe die da hinten alle mit dem Bogen weggemacht. Die sind nämlich ziemlich steig. Und da hinten ist noch so ein Riesenmonster. Da, das da hinten. Da weiß ich nicht, wie viel Leben das hat. Auf jeden Fall brennt es ein bisschen und ich kann ja mal hier ein bisschen, ja, da sitzt sogar einer drauf, so ein Karl-Heinz. Das Blöde ist bloß, wenn der jetzt brennt, ne? Oh, kommt er wohl nicht hoch? Kill one Deepling? Wo ist denn der jetzt? Habe ich den jetzt schon platt gemacht? Da muss ich da schnell runter, Leute. Der kann hier irgendwelchen Loot hinterlassen. Hey, es gefällt mir schon gut hier drin. Was ist denn das? Der Crystal ist kein. Ja, war das jetzt das Monster schon? War das jetzt alles? Ich bin noch wegen da, ich kämpfe noch ein bisschen. Komm, ihr könnt ja mal abschalten. Danke fürs Zuschauen. ja, weg mit dir. Ich meine, erfahrene Zuschauer, oder die den Mod schon kennen, die wissen, was das ist. Für mich ist das alles Neuland. Mich regen sie gerade ein bisschen auf, die Herrschaften. Wo ist denn da ein Spawner? Ich hätte gerne mal einen Spawner von euch erwischt. Schauen wir mal mit seinem Haustier da unten. Jetzt war er aggressiv. Der Fisch. Das ist der Vorteil, wenn man fliegen kann. Oh, da unten, der ist größer. Das ist der Kapo gewesen. Der hat ein Schwert gedroppt. Das würde ich mir gerne holen. Jups. Was hat er gedroppt? Zeig her. Bleib stehen. Lactase and Acme auf der Toolist. Angriff 2,77. Das ist ja lustig. Okay, dann fliegen wir mal da durch. Jetzt bin ich in der Mitte. Da
Da oben ist der Tempel, alles nur Bäume. Ah, das wäre so einer. Warte mal, ich brauche mal. Oh, Kisten. Loot. Also gesagt, da mache ich den da hinten nochmal platt. Der scheint gar nicht so stark zu sein. Und anscheinend sind sie ein bisschen. Ja, der ist vergiftet auch noch. Nee, das wollte ich machen. Gift habe ich keinen drauf, oder? Austrocknung, oder? Korallus. Der war jetzt nicht schwer. Also wenn das ein Endgegner war, dann war er schwach. Der geht wieder mit seinem Fischkassi da. Zack. Und du musst weg, weil ich brauche den Loot da unten. Junge. Und dann schauen wir da oben in die Kisten. Was habe ich bekommen? Nix, nochmal so ein Teil. Und ein Speer habe ich bekommen. Ach, wisst ihr was? Wie spät ist denn? Oh, eine Stunde, Alter, ich muss aufhören. Das mache ich jetzt auch. Ich höre hier drin mal auf und werde dann die Kisten hier mal leer räumen und. Oh Gott, schaue ich komisch aus mit dem Helm, ha? Junge, Junge, Junge. Sorry für die lange Folge. Danke fürs Zuschauen und. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das mit der Mobfarm irgendwie auf die Reihe bringe, dass ich das besser steuern kann. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao.